was Johnny einige Punkte und Plätze, denke ich mal, auch gekostet hat. Wir mussten Waage machen. Wir mussten tatsächlich noch gute 4 Kilo runterhauen am Freitag. Er macht jetzt einfach eine Mouse Muscular. Ich hab's nicht verstanden. Das Training ist halt so kurzfristig drauf gemacht worden. Ja, wenn ich die sehe, kriege ich richtig schlechte Laune. Ich mein's ernst. Es ist vollbracht, Freunde. Johnnys erster Wettkampf in der NPC ist vorbei. Alhamdulillah. Ja, es wurde, ich spoiler es jetzt schon mal, der 4. Platz in der Novice-Kategorie und in der Class C Open Classic Physik kam er leider nicht in die Top 5 rein. Wo will er Mr. Olympia werden? Viel Spaß, Freunde. Bleibt bis zum Ende dabei. Wow. Guten Morgen. Guten Morgen. Showday. Showday, Freunde. Es geht richtig ab. Johnny, wie geht's dir? Wie man hört jetzt, Freunde, erstmal, René ist nicht hinter der Kamera, sondern Lillian ist da. Weil René, keine Form hier. René kommt gleich. René kommt gleich. Aber darum geht's hier nicht. Es geht nämlich um diesen jungen Mann. Yes, sir. Wir sind jetzt nicht One Day Out, sondern Show Day auf jeden Fall. Ich hab Bock, wird cool. Könnt ja eure Meinung in die Kommentare reinhauen, wie ich so meine Kameraskills hab, ja? Vielleicht, wenn es bald mit dem Reagieren nicht klappt, Onkel Jacek, kannst mich ja einstellen als Kameramann. Ich bin immer vor Ort, immer am Start. Jetzt haben wir Sachen gepackt, wo wir gerade noch für mich einkaufen, weil mir hat noch Mangos gefehlt und wir müssen natürlich noch ein bisschen aufladen vom Wettkampf. Und gleich sind wir beim Tanning. Ich zeig mal ganz kurz Airbnb. Ja, das Tanning, da kommen wir gleich mal ausführlich zu, weil das geht mal absolut nicht, was da abging, Alter. Ganz fix, wo wir am Start sind. Adam ist jetzt in der Dusche. Ja. Hier ist unsere Küche, da ist Williams Zimmer. Das hast du ja noch auch nicht gesagt, dass Adam überhaupt angereist ist. Das ist Adam ist auch am Start, Freunde. Was eigentlich auch gestern passiert ist alles. Also ist alles gestern passiert. Wir mussten Waage machen. Wir mussten Waage machen. Also ich glaube, für YouTube wäre es ein bisschen lustig gewesen, aber wir haben es jetzt einfach jetzt nicht aufgenommen, weil wir haben ja noch in Las Vegas eine Show. Dazu kann ich euch aber was sagen. Ja, Johnny ist aufgewacht am Freitag. Genau, Freitag war die Waage. Und hatte dasselbe Problem wie ich in Alicante. Also die Peak Week lief nicht so wie gedacht. Deswegen ist es auch immer wichtig, eine Regionalshow vorher mitzunehmen, bevor man sich auf die Pro-Qualifier hinstellt. Vielleicht sogar noch eine zweite Show mitnehmen, damit man guckt, wie man perfekt peaken kann. Weil jeder Körper ist anders. Adam oder auch jeder andere Coach kennt es. Ja, man muss den Athleten erstmal kennenlernen. Wie funktioniert der? Wie reagiert der auf diverse Sachen und so weiter und so fort? Und wir mussten tatsächlich noch gute 4 Kilo runterhauen am Freitag, haben wir aber geschafft, ohne Sauna, ja, sondern einfach nur dasselbe wie bei mir in Alicante, einfach spazieren gehen, wenig essen, es gab bis zur Abwaage bei Johnny eigentlich nur Reiswaffeln, ja, wiegen nicht viel und so hat er auch immer etwas im Magen, kaum Wasser und wir haben tatsächlich uns eingewogen mit 94,5, ja, also 300 Gramm unterm Limit. Es war wirklich sehr, sehr knapp, aber Johnny hat es gut geschafft. Und ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Thematik, was dann noch so nicht ganz so gut lief bei dem Wettkampf, würde ich mal sagen, was Johnny einige Punkte und Plätze, denke ich mal, auch gekostet hat. Ich will euch noch ein bisschen intensiver mitnehmen. Jetzt ist es erstmal wichtig, regional mitzumachen. Platzierung ist theoretisch scheißegal, aber ich will natürlich den besten Platz haben. Es ist klar. Natürlich. Ja, wir zeigen jetzt, denke ich mal, noch nichts von der Form, beziehungsweise nicht viel. Richtig. Aber es geht jetzt gleich direkt in die Halle, weil wir sind auch ein bisschen Zeitdruck extrem, also wir müssen in 10 Minuten los. Genau, wir haben jetzt vorhin kurz das Vlog gestartet. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der Tanninghalle, okay? Jawohl. So nebenbei, diesem kleinen Bett habe ich gepennt. Ich glaube, mir geht. Boah, das Bett war so gottlos, Digga. Einfach Knastbett. Schlechter als Johnny nach dem Entladen, Digga. Ich habe 2 Stunden geschlafen und muss jetzt hier noch sein leckeres Omelett zubereiten, weil das wird jetzt seine erste Mahlzeit sein. Guck mal, ich habe sogar sein Essen zubereitet. Junge, was bin ich für ein Betreuer? Was ist denn da Feines? Das ist nach dem Wettkampf ein Oreo Coca-Cola, will ich mal probieren. Aber seit ein paar Tagen keine Süßstoffe mehr drin im System. Und dann tut man seine Cola auch mal wieder gut. Jawohl. Verzögerung, wa? Ja, wir sind eigentlich Viertel nach dran. Und wir haben Viertel vor schon. Jetzt haben wir Viertel vor. Oder glaube ich noch später. Ja, 10 vor. Wir dürfen gleich leider nicht weiter filmen. Also der nächste Schnitt wird Johnny Brown. Johnny Brown. Johnny Brown. So, moin. So. Und jetzt kommen wir zum größten Problem auf diesem Wettkampf. Natürlich hat der Veranstalter damit nichts zu tun, weil die Farbe müsst ihr euch so vorstellen, ihr bucht einen Tanning-Service, meistens ist es Top-Tan oder Pro-Tan, die kommen dann vor Ort, Pro-Tan wahrscheinlich, doch, hier war es Pro-Tan, die kommen vor Ort mit ihren Zelten, mit ihrem Equipment und bearbeiten die Athleten, der Veranstalter bezahlt die, so läuft das ab, also da kann der Veranstalter wirklich nichts dafür, weil die Veranstaltung lief wirklich wunderbar, aber
die Mädels, die dort die Farbe gemacht haben, haben, glaube ich, die Farbe zum ersten Mal in ihrem Leben gemacht. Denn ein Athlet stand gefühlt eine Stunde, nicht gefühlt, sondern wirklich eine Stunde im Zelt. Johnny stand über eine Stunde im Zelt. Er war Viertel nach elf da, pünktlich. Und er kam dran 1,5 bis 2 Stunden später. Das heißt, der Johnny, der Athlet, stand die ganze Zeit vorne, weil sonst er hatte ja Angst, dass er vielleicht seine Show verpasst. Wir mussten die Show auch teilweise, wurde die hinausverzögert nach hinten. Heiko musste ein Spontan-Interview geben, was eigentlich gar nicht geplant war. Der wurde auf die Bühne gerufen. Es wurde eine Kaffee-Pipi-Pause eingeleitet, die auch gar nicht in der Planung war. Warum? Wegen den Damen von, ich glaube, ja, Proton. Katastrophe. Ihr müsst euch vorstellen, vor der Bühne, vor dem Start ist es wichtig zu relaxen, zu entspannen, am besten Beine hochlegen, liegen. Was hat Johnny gemacht? Er stand 3 bis 3,5 Stunden komplett auf den Beinen. Hat auf seine Farbe gewartet. Die Farbe ist nicht mal richtig getrocknet. Musste vom Zelt im Sprint runter direkt wieder auf die Bühne. Und das hat, denke ich mal, auch etwas dazu beigetragen, dass die Form nicht so war, wie wir uns sie erhofft haben. Einen Tag vorher sah Johnny viel besser aus. Haben wir aber auch oft, ja. Wenn man nicht richtig piekt, passiert sowas. Und auch Adam hat gesagt, er weiß jetzt, was er für die nächste Show in Las Vegas, da ist nämlich der Pro-Qualifier in 2 Wochen, was er da anders machen wird. Ja, aber das geht überhaupt nicht, Alter. Ja, stellt euch mal vor, es wäre keine Regionalshow, sondern wirklich ein wichtiger Wettkampf. Aber auch das ist scheißegal. Johnny steht in der Öffentlichkeit, viele Augen sind auf Johnny gerichtet. Du willst natürlich dein bestes Paket liefern und dann passiert so eine Scheiße mit der Farbe. Das hat mich extremst auch aufgeregt. Ich habe da auch wirklich, also da sind von meiner Seite aus Beleidigungen auf Englisch geflogen in Richtung der Damen, weil die konnten auch kein Deutsch, sondern nur gebrochenes Englisch. Also wir haben uns gut verstanden. Ich kann auch nur gebrochenes Englisch. Und da wurde, Alter, ich war richtig sauer. Deswegen, denke ich mal, hat es auch was damit zu tun. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. Ich bin auch angekommen. René ist jetzt auch am Start. Mir geht's halbwegs gut, weil ich stehe hier seit 3 Stunden rum. Wirklich seit 3 Stunden bin ich auf meinen verkackten Beinen, warte auf mein Training und Co. Das nächste Mal haben wir gesagt, machen wir es einfach selber. Es gibt danach jetzt keinen Pro-Tan mehr. Also es war bei der GmbF super. William hat auch gesagt, vielmal bei ihm war es super, aber jetzt hier heute leider hat es irgendwie nicht geklappt. Aber ich glaube, ich habe bei all meinen Wettkämpfen die Farbe dieses Jahr gebucht. Früher habe ich es selbst gemacht und bei allen Wettkämpfen war die Farbe tippitoppi. Ihr habt es ja selber gesehen in den Vlogs aus Alicante oder Warschau. Die Farbe war immer top bei mir. Aber hier hat es leider wirklich... Die Frauen wussten, glaube ich, selbst nicht, was die da machen, Alter. Die hatten gar keine Ahnung. Die waren noch unterbesetzt. Das war halt anders geplant als gedacht, ne? Aber dann waren irgendwie Bodybuilding-Klasse, die eigentlich nach mir sind, vor mir dran. 3 Stunden hast du jetzt gewartet, ne? Ja, insgesamt 3 Stunden jetzt gebraucht. Leider ist es halt auch ein bisschen schwierig. Wir können nicht Backstage filmen, weil es Vorfall gab, glaube ich, vor 1-2 Wochen. Wir haben ein bisschen rechtliche Probleme bekommen. Da gab es irgendwie Anzeige und sowas, ja. Ja. Genau. Daher werden wir sicherlich nach der Bühne noch ein bisschen quatschen. Ja. Genau. Jetzt gibt es Glanz für dich. Glanz, dann endlich mal. Man sieht auch direkt die Enttäuschung so in Johnnys Gesicht. Der war wirklich abgefuckt, kann ich aber auch an der Stelle wirklich verstehen. Ich wäre genauso, Digga. Ich hatte ja den vorletzten Wettkampf in Warschau, da lief mit der Farbe alles okay, aber da lief die Organisation nicht so. Ich sollte um 19 Uhr dran sein und war um 12:30 nachts dran. Das ist auch dementsprechend die Form so zu halten. Ja, bei mir war es zum Glück nicht das Problem, aber das war auch... ärgerlich, wenn nicht alles nach Plan läuft bei so Shows. Und das passiert das tatsächlich sehr, sehr häufig. Hier war die Organisation top, bis auf die Farbe leider. Ein bisschen pumpen. Das sehen wir hoffentlich auch noch. Ja. Und dann sehen wir uns schon auf der Bühne. Hallo. You're happy? Good to so see far. You again. You too. Ihr seht, Farbe komplett verkackt. Nächstes Mal haben wir unser Test. Guckt euch mal bitte die Farbe an. Hier viel dunkler als auf dem Rücken. Überall Flecken, auch hier unten. Es war wirklich, die Farbe sah nicht gut aus. Zum Glück auf der Bühne hat man es nicht so gesehen. Irgendwann verlief die Farbe, weil die auch gar nicht richtig trocken war. Aber das war wirklich unfassbar ärgerlich. Ich bin selber dabei. Ich bin müde, gerade eben komplett erschöpft. Wirklich, ich stand nur die ganze Zeit, Alter. Keine Zeit zu relaxen. Auf dem Handtuch, Liegematte, alles wie sonst eingepackt. Ich. Immer lächeln, Johnny. The results, it's not 100% what I want. So I need that show to learn something new things, you know what I mean? That's why we choose the show. A normal regular show like this, you know, nothing yeah. just to check a couple of things. I need to learn his body. So you know what I mean. Some athletes I work like 5, 7, 6 years, something yeah. like that. It's our first show with Johnny, but I need to... Now I know what I need to do for the next show.
Das ist das Wichtigste, weil die nächste Show, da geht es um die Pro-Card, ne? Jetzt ist das Training alles fertig geworden. Und jetzt Fokus und Abfahrt. Ja. Macht eine geile Show. Ich habe mir wirklich an dem Tag die Seele aus dem Leib gebrüllt, Alter. Jawohl! Posing hat der Junge einfach drauf. Hat auch an dem Tag den Best Poser Award gewonnen. Posing war wirklich unglaublich, aber der war nicht endhart. Die Endhärte hat noch gefehlt, deswegen daran arbeiten wir jetzt bis zur nächsten Show. 2 Wochen haben wir Zeit, 2,5 nach der Show. Ich schwöre euch, ich war nervöser vor dem Wettkampf als bei meinen eigenen Shows. Keine Ahnung warum, ich war bei meinen Shows gar nicht nervös, aber wenn ein Freund startet oder ein guter Bekannter, da bin ich immer mehr nervös, als wenn ich selbst starten würde. Völlig bescheuert. So, da haben wir schon mal die True Novice Klasse. Wer überragend an dem Tag ausgesehen hat und auch abgeräumt hat und gewonnen hat, war natürlich Marvin Krawinski, den wir hier zur Linken sehen, neben Johnny. Da war einfach alles perfekt, ja, Präsentation war top, Posing war top, Form war top. Den Kollegen habe ich nicht verstanden, der stand da auf einmal in einer Puma-Boxer-Short mit einer Mans-Physik-Pose, weiß ich nicht warum. Und bei Johnny war das Problem, das werdet ihr gleich auch im Video sehen, dass er hat einen Posing-Coach, wie sein Posing ist, ist natürlich top, aber er hat einen Fehler gemacht, was eigentlich kein Fehler ist. Wenn die Bühne weit oben ist und die Judges unten sitzen, muss man sich nach vorne beugen oder bei der Doppelbizeps-Pose weit nach hinten lehnen. Dann sieht das besser aus für die Judges. Da die Judges hier quasi nur einen Meter unter der Bühne waren, hat Johnny völlig übertrieben und hat damit auch seinen Look ein bisschen verkackt. Sieht man auch direkt hier in der Grundstellung. Marvin steht hier schön gerade, Johnny nach vorne gebeugt zu den Judges und das hat den Look ein bisschen zunichte gemacht, finde ich. Das werden wir auch gleich sehen. Bei der Doppelbizeps war es extrem. Der hat sich zu weit nach hinten gelehnt, leider. Sehr klug auch hier, dass die Kamera oben ist, weil ich bin nämlich bei der Reaction immer unten. Dankeschön, René, du denkst immer an mich, während du cuttest. Komm, Johnny! Ich frag mir, was ist schon das Lied? Heiko im Hintergrund, film das jetzt, damit man sieht, was er danach verkehrt macht. Heiko ist der Beste. Komm, Johnny, deine Pose! Jawohl! Hier sieht man es da. Guck mal, wie schön Marvins Rücken aussieht. Der steht schön gerade und Johnny wirft einfach nur Schatten auf sich, weil er viel zu weit nach hinten sich lehnt. Guck auf den Beinbeuger, los! Valentin ist gar nicht hier. Luft! Der mit der Puma-Boxershot, der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Side-Biceps-Pose, die hören wir jetzt auch hier öfter. Ja, da weiß ich auch nicht, warum die das gesagt haben. Und der arme Junge, der guckt erstmal auf die anderen. Was machen die anderen für eine Pose und geht dann erst in die Pose. Ich finde, da sollte man irgendwie so Leute aussortieren auf Wettkämpfen. Wenn man nicht mal den passenden Schlüpper dabei hat, ich bitte euch. Schön, Johnny. Der Stand hat im Hintergrund die ganze Zeit eine Vakuum gezogen. Gerade beim Doppelbizeps konnte der nicht mehr ziehen, der Idiot. Beine, Johnny, Beine! Jawohl! Das ist er! Komm, Johnny, deine Pose! Denk an die Luft! Jawohl! Stark! Da ist er! I need to think a lot about the next competition. This is a good test. Jawohl! Jetzt gibt es hier nochmal zwischen Johnny und es gibt jetzt viele Vergleiche. Es wird auch für euch jetzt, wenn ihr das Video seht, ein bisschen kompliziert, weil wir hatten erstmal die True Novice und dann die Class C Open, ja, eigentlich die wichtigste Klasse. Deswegen sehen wir jetzt hier ein paar Vergleiche. Ich denke mal, ich werde auch gleich ein bisschen skippen, weil sonst wissen wir gar nicht, wo vorne und hinten ist. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass Johnny jetzt erstmal Wettkampfluft geschnuppert hat, wieder ein bisschen in die Routine reinkommt. Ja, deswegen war er auch dreimal hintereinander auf der Bühne. Also er ist quasi 20, 30 Minuten war der am Durchposen,
Ja, das muss man auch erstmal nachmachen, das ist geisteskrank. Deswegen weiß ich, wie schwer das für ihn war. Muss man ihn lassen, hatte der gute Kondition. Aber auch, was er falsch gemacht hat, das haben wir aber auch schon im Nachhinein besprochen. Als er im Hintergrund war, jetzt nicht in den Lineups, in den Callouts, wenn er im Hintergrund stand, hat er immer irgendwelche Posen gemacht. Sich immer irgendwelche, keine Ahnung. Und das hat ihn natürlich auch Energie und Kraft gekostet. Das muss er definitiv bei der nächsten Show sein lassen. Aber haben wir schon besprochen, der wird es nicht mehr machen, Gott sei Dank. Marvin sieht einfach aus wie ein Gott. Direkt mit Marvin sieht unglaublich aus. Boah. Johnny verkauft sich aber auch ganz gut. Hier auch. Er macht jetzt einfach eine Mouse Muscular. Ich hab's nicht verstanden. Jawohl! Warum macht er das? Jawohl, Nika! Sauber, Nico! Johnny, Beine! Beine, Johnny! Beine, Johnny, Beine! Hier haben wir es wieder, guckt euch das mal an, hier war auch wieder. Alle stehen ganz normal in der Grundstellung, präsentieren sich, zeigen sich. Was macht Johnny? Beine! Beine, Johnny! Er macht auf einmal wieder eine Mouse Muscular, so eine klassische. Beine, Johnny, Beine! Dann macht er irgendwie nochmal eine komische Pose. Und dann geht er erst in die Grundstellung. Daran muss er auf jeden Fall arbeiten, aber wenn er das Video gesehen hat, weiß er, glaube ich, auch selbst, was er falsch gemacht hat. Das war auf jeden Fall ein starker Kritikpunkt. Aber ansonsten präsentationsmäßig, guckt mal, er war immer am Lächeln, ja. Die Posen kann er brutal, deswegen auch zu Recht den Best Poser Award gewonnen, finde ich. Die Kür war geisteskrank, die gucken wir uns gleich auch nochmal an. Leider mit einem anderen Song, wegen Copyright Claim, wisst ihr Bescheid. Aber ansonsten, wie gesagt, er muss daran arbeiten und ich hoffe, dass er das nicht vergisst, wenn er in Las Vegas, weil der nächste Wettkampf ist in Las Vegas tatsächlich, auf der Mr. Olympia Expo. Ich hoffe, dass er das da nicht vergisst und nicht wieder in diesen alten Modus reinkommt und da irgendwelche Posen im Hintergrund macht, weil das ist wirklich schwachsinnig. Schön! Komm, denk an die Beine! Beine, Johnny! Schön! Stark! Komm on, Johnny! Oh, mehr Arsch! Schön! Super, ja. Roger! Stark, Johnny! Ah, schade, dass er sich da nach hinten lehnt. Ja, da sieht er wirklich am schwächsten aus vom Rücken. Side-Biceps, neue New Post. Neben uns saß Nathan, die Escher, der hat auch nur mit dem Kopf geschüttet, als die Frau, die hat die ganze Show lang durchgezogen, ne? Mit Side-Biceps, nicht Side-Chest oder, Entschuldigung, die ganze Zeit Side-Biceps-Pose, Junge, geil. This is a kind of new job, it's made by Porsche talking, Jim. Side-Chest, Side-Biceps, I don't know the pose. Ich verstehe auch mittlerweile bei der MPC überhaupt nicht die Switches, ja. Der gewonnen hat, wird auf einmal ganz nach außen gesetzt. Ist komisch, damit andere verglichen werden, Johnny mit ihm. Ich habe keine Ahnung, weil eigentlich, wenn man das Regelwerk kennt und alle Shows sich anguckt, der mittig steht, ist immer am bestplatziertesten, aber... Haben wir auch bei mir in Alicante gesehen. Ist leider nicht der Fall. Stand Marvin bis Ende, stand ganz außen. Ich weiß nicht warum. Komm, Johnny! Beine! Ja, das können wir uns jetzt sparen, weil das zieht sich jetzt wirklich fast das gesamte Video so lang. Wir gucken uns jetzt nochmal kurz an, was Heiko ihm dazu sagen hat. Hier kam Johnny das erste Mal von der Bühne und hatte unfassbaren Durst. Da hat er erst noch mal zu trinken bekommen. Hector war übrigens auch am Start, sehen wir hier oben, mein Vater. Der hat Johnny da ordentlich supportet auch. Hat ihn angeschrien, ja, welche Pose, welche Muskelgruppe er halten soll. Richtig geil, danke für den Support, Papa, dass du extra für Johnny angereist bist. Finde ich stark. Ja, einen großen Beutel habe ich das. Großer Beutel, nicht den Rucksack. Hier, nimm das. King Kalle Wasser, war das. Ich dachte, bei Kalle kann ich atmen, dachte ich. Ja, von der Seite, also die Äußeren, die sehen es. Ja? Ne? Und uns steht dann beides voraus von alle. Ach so. Ne? Und das war ein Ding, bei der Twisted Back Double Pose, diese Arnold Schwarzenegger Pose, da hat Johnny auch die Bauchpartie nicht unter Kontrolle gehabt. Das sah, also wenn man außen gesessen hat, hat man es extrem gesehen, da sah der kurz aus wie im 8. Monat schwanger. Deswegen hat ihm Heiko, King Kalle, da auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben.
Wenn er eingedreht ist, Doppelbizep, da hängt er auch komplett durch. Ne? Da musst du einfach nur auf die Mitte. Der Rest sieht super aus. Ich zeig deine streifende Beine ruhig öfter, lass sie schön arbeiten. Ansonsten machst du einen guten Job. Obenrum alles perfekt. Ne? Also, was ich jetzt so gesehen habe und die anderen. Und, aber kontrollier deine Mitte. Das ist so dein Ding. Womit ihr jetzt Plätze kaputt machen könntest. Okay. Ne? Einfach nur überwachen. Manche Sachen waren. Also ja, es war auch. Ey, mein Mund. Ich hab trockenen Reis. Wo immer den Reis trocken gekocht. Mit Mandeln. Nichts anderes. Auch kein Schluckwasser, nichts. Sind so gut. Wie gesagt, jetzt kann ja nichts mehr passieren, wenn der ab und zu 10 Stunden ist. Du musst halt nur gucken, dass der Bauch drin bleibt, weil er jetzt nicht voll Wasser kippt und dass das Ding dann voll steht. Ja, voll. Wenn du jetzt mal für den Hals was brauchst. Ja, das war nicht so. Jawohl! Hier haben wir jetzt die Novice-Klasse, da gab es auch nochmal Callouts, wo auch Valentin Semmler zu sehen war. Callout wieder. Vorher war, glaube ich, True Novice und Novice. Was jetzt der genaue Unterschied ist, Freunde, bitte fragt jemand anderen. Ich blicke da langsam nicht mehr durch. Gibt es auch, glaube ich, noch Beginner. Ja, und dann gibt es auch hier oben noch so einen Typ, der aussieht wie eine Schildkröte. Was ist das denn für ein Standbild? Leck mich am Arsch. Freunde, und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir haben diese Woche 20% auf Food und Vegan. Ja, vegan, bei meiner Community müsst ihr, haut da Code Paul rein, ansonsten Code William, ihr wisst, und 50% auf alle Proben. Das lohnt sich, wenn ihr euch mal neue Geschmäcker durchtesten wollt, beispielsweise Isoclear, Whey Protein oder den Crank Pump Pro, den es mittlerweile auch in, glaube ich, 5 Geschmacksrichtungen geht, seid ihr da perfekt aufgestellt. 50% auf alle Proben, Rabattcode William, alle Links für euch in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für euren Support und weiter geht's mit dem Video. Hier stand er auch mit Valentin. Valentin für mich auch an dem Abend, bisschen enttäuscht, aber wir haben auch im Nachhinein, ist auch nichts Böses gemeint, Valentin und ich kennen uns, haben uns im Nachhinein auch ausgetauscht. Valentin hat mir da auch erzählt, was bei ihm nicht so richtig lief. Ja, es ist halt anders, wenn man die ganze Zeit sich netti vorbereitet, wenn man dann irgendwann auf Juice sich vorbereitet, läuft auch eine Prep natürlich ganz anders ab, ne? Ganz anders. So, da gab es den Novice-Vergleich, wir gucken uns nochmal hier einmal den Vergleich zwischen Valentin Semmler hier neben Johnny und Johnny an. Da haben wir auch noch zwei Athleten von Adam gehabt, die auch sehr gut an dem Tag ausgesehen haben. Vor allem hier, ich glaube, Furkan ist sein Name. Der hat mir richtig gut gefallen. Auch eine schöne klassische Linie. Valentin von vorne super. Von hinten fand ich den leider irgendwie ein bisschen schwach, was den Rücken angeht. Aber ansonsten war das Niveau auf diesem Wettkampf war wirklich unfassbar krass. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Topform dieses Jahr in die Top 5 auch reingekommen wäre. Ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Man hat natürlich selbst immer eine falsche Selbsteinschätzung. Aber ich weiß es nicht, weil Klasse C war voll, ich glaube, mit 17 Athleten. Und das Niveau war wirklich krass. Vakuum. Ja. Der ist schon hart am Atmen. Ich hatte das auch in Polen beim zweiten Wettkampf. Das war ekelhaft. Auch in Alicante zweite Mal, wo ich von der Bühne runter bin und keine Luft mehr bekommen habe. Und der ist ja jetzt zwei Runden hintereinander, der war ja gerade schon auf der Bühne vor 10 Minuten. Und gleich kommt noch die dritte Runde. Und gleich kommt er wieder, ja, aber gleich hat er ein bisschen länger Pause. Stark, Johnny, stark! Beine Pose! Schön! Side Biceps! Gut! Schön, Johnny! Denk ans Bein, Johnny, denk ans Bein! Muss mir die Beine! Jawohl! Onkel Herzog gibt dir richtig Randale. Onkel Herzog war auch da und hat richtig für Furore gesorgt. Ja. Film dir mal, wie der schreit! Warte! Battle zwischen Johnny und Valentin, geil. Ja, da gab es noch ein paar Callouts, ein paar Vergleiche, aber leider keinen Finalplatz für Johnny, denn er hat nur in der Klasse vorher sich eine Medaille sichern können. Ja, die vierte, den vierten Platz. In der Klasse C gab es leider gar nicht. Wir gucken uns nochmal hier Backstage an, was da abging. In der Klasse Open C, das ist quasi der richtige Klasse C-Wettkampf. Das andere ist ja nur für so Anfänger. Novice, True Novice, wenn man noch nie bei der NPC gestartet ist. Hier gebe ich ihm noch Backstage ein paar Tipps, bevor es wieder auf die Bühne geht. Also es war wirklich, er war fast 20, 30 Minuten konstant am Posen. Das ist auch natürlich, und man sieht auch hier, die Farbe verläuft schon, überall Flecken. Es war kein schöner Wettkampf. Also an sich war der Wettkampf geil, aber für Johnny war es kein schöner Wettkampf, da ihm das alles viel zunichte gemacht hat. Ich habe gesehen, du kannst auch keine Vakuum mehr ziehen, weil du hast keine. Klar, die haben, das ist jetzt Ausnahmezustand. Du hast 20 Minuten am Stück gepostet. Das ist natürlich Ausnahmezustand. Ja, richtig. Aber du weißt, was ich meine. Versuch, also positiv so viel wie es geht, ja, relaxed zu bleiben, damit du, wenn du vorne bist, wieder Power hast. Weil du konntest teilweise keine Vakuum mehr ziehen.
weil du im Hintergrund auch die ganze Zeit am Spielen bist. Ist das vom Koffein, die Tipps im Hintergrund? Oder hast du die selber? Das mache ich selber. Mach das nicht mehr. Ja, die gucken mir auf mich, sehe ich. Die gucken sowieso die ganze Zeit auf mich. Du bist auch der Einzige, der lächelt. Also Johnnys Argument war, warum er die ganze Zeit Faxen im Hintergrund macht, damit die Judges mehr auf ihn achten. Aber das macht man nicht, Johnny. Aber er weiß ja jetzt Bescheid. Echt? Die Augen sind die ganze Zeit auf dich. Es geht nur darum, dass du im Hintergrund ein bisschen mehr relaxed bist. Ja. Ultra wichtig. Geht gar nicht. Ja, aber es ist halt so, weißt du, das Tanning konnte nicht mal richtig ziehen. Ja, ja, ich weiß nicht. Oh, sorry. Wir brauchen so einen Ventilator. Wie am besten zurückstellen. Ich bin nicht zu dumm, weil nicht mehr rohhaft. Ja, genau, bei den Schuhen, genau. Ja, das waren die zwei Frauen, Alter. Mit denen habe ich mich so in die Haare gehabt am Ende. Die gingen mir so auf den Sack. Die wussten gar nicht. Die hatten nur einen Job. Mach die Farbe anständig. Nicht mal das konnten die, Junge. Hättest du mir diesen Airbrush-Ding gegeben, ich hätte den innerhalb von 15 Minuten hätte ich den so eine Farbe verpasst. Junge, der würde aussehen wie ein junger Gott. Das Tanning ist halt so kurzfristig drauf gemacht worden. Ja. Dass alles verläuft. Oh, it come here. Ah, okay. Thank you. Wenn ich die sehe, kriege ich richtig schlechte Laune. Ich mein's ernst. You're from Hungary? Yep. Again. The tanning today is Nemio. Das heißt nicht gut. Ja. Darf ich dir was sagen? Darf ich was sagen? Ja, natürlich. Guck, wenn die Posen aufrufen, dann halte die Pose. Du kannst zwischendurch mal kurz, aber wenn gerade alle sechs offensichtlich verglichen werden in der Pose, dann bleib in der Pose und mach keine Faxen, Alter. Tipp an euch, wenn ihr startet oder starten wollt, versucht immer als Erster in die Pose reinzugehen, weil so sind die Augen direkt auf euch gerichtet. Nicht langsam, nicht Zeit lassen. Wenn fünf Leute nebeneinander stehen und die sagen jetzt Doppelbizeps von hinten, der als Erstes in der Pose steht und die hält, auf den sind auch als Erstes die Augen gerichtet. Deswegen guckt, dass ihr schnell in die Pose reinkommt. Das ist jetzt kein Mr. Olympia, wo man Faxen macht, Samson Dauder gegen Adi Chopin, wo man so, wisst ihr, was ich meine? Wir sind ja auf dem Amateurwettkampf. Geh als Erster in die Pose, halt die Pose, spiel nicht rum. Und du hast auf jeden Fall gute Punkte dann schon mal. Mach nicht so viel Faxen. Nur Luft gebracht. Alter, bist du entspannt? Natürlich ist er entspannt. Was soll er auch machen, Digga? I just told him he has to show his pose, which the judges want to see. And not three or four other poses. Because you lost too much energy on it. Ja, yeah, außerdem. Ich hab auch angefangen zu wechseln, weil ich ein bisschen Lust gemacht habe. Ja, ich dachte mir, was macht der jetzt? Ja, da mache ich auch verschiedene hier. Ohne Scheiß. Und Valentin zum Beispiel. Valentin hat neben mir gestanden. Bei Valentin ist gar nichts passiert. Das Gute ist, it catches the eye. It's always good. Aber zu viel Hampeln ist auch nicht gut. Marvin, du warst auch fantastisch. Das ist perfect already. It's perfect already. Einzige Manko bei ihm, dass die manchmal so wackeln. Hast du gesehen, ne? Das nervt, aber sonst top. So, jetzt kommt Johnny nochmal rein. Es geht hier noch um Platz 4 und um 5. Und Johnny mischt da auch noch mit. Wird sehr schwer. Sieht man, guck mal, das ist nicht der erste Callout. Und guck mal bitte, was da für Brecher stehen. Die sind, auch der hier, Junge, was ist das für ein Gigant? Der Unterkörper war brutal, der war auch richtig gut. Also Niveau auf dem Wettkampf war brachial, ohne Scheiß. Das ist jetzt, da geht es, glaube ich, um Platz 4 und um 5 für den ersten Callout noch. Krank. Johnny! Lassen hier noch einmal kurz laufen. Das war Olli. Komm! Hier sieht man auch wieder, wie die Farbe verläuft. Am Hamstring hinten, am Rücken. Also wirklich Katastrophe, ja. Oh, wo fahren wir denn? Die Farbe läuft wieder, ist auch nicht gut. Aufwackeln, aufwackeln! Oh, Hamstring. Aber gut, richtig, ne? Ja? Also, wir gehen jetzt rüber einmal zu Johnnys Kür. Die lasse ich einmal laufen, damit ihr euch mal das schöne Posing reinzieht. Da werde ich jetzt nichts kommentieren. Und danach denke ich mal zum Fazit Endresümee vom Wettkampf. Let's go, Freunde. Keep it slow. Make like back like cut. Ganz kurz, wie gesagt, das ist nicht sein Song von der Kür, ne? Da mussten wir einen anderen nehmen im Video, damit es keine Copyright-Claims gibt hier. Jawohl, Johnny!
freue mich auf jeden Fall sehr, dich so glücklich auf der Bühne zu sehen. Ich habe fast bei der Kür angefangen, selber zu weinen, ne, wo ich dann... Es sind halt Emotionen, die durch eingehen. Ne? Bei mir ist es auch, also ich war immer nach dem Wettkampf sehr sentimental, wenn ich da mit meinem Vater telefoniert habe oder mit meiner Mutter und denen erzählt habe, wie es war. Da war ich auch ganz nah dem Wasser oder wie man sagt. Weil bei mir zum Beispiel ging so einiges durch den Kopf, diese ganzen Stunden von Cardio, die du gemacht hast, die ganzen Wochen, Monate Diät, ja, jetzt stehst du hier, jetzt musst du dich beweisen, das geht mir dann immer so durch den Kopf, wenn ich auf der Bühne stehe, jetzt ist der Moment da, wo du 5 Monate gelitten hast, hast du quasi nur 5 bis 10 Minuten Zeit, diese 5 Monate Leid zu präsentieren und da muss alles passen, Freunde, ja, und normal wird man dann sentimental oder man haut da so eine Träne raus, ist völlig normal. Und lächeln und so. Wirklich. War geil, war ein schönes Gefühl. Okay, dann sehen wir vielleicht, ob alles vorbei ist und dann in der ruhigen Minute. Dann genießt nochmal die beiden Sieger hier raus. Freunde, wir haben den 4. Platz gemacht, ja. Es ist alles super. Wir wissen, wir sind nicht fertig. Ich hab direkt bei der Head Judge nachgefragt, bei den Judges, nach Feedback. Was kann ich denn besser machen? Dann haben sie zu mir gesagt, du post geisteskrank, es ist wirklich wunderschön, deine Linie ist komplett Classic, nur brauchst du 2 Wochen mehr, für, um ready zu sein. Aber wisst ihr, was ich bekommen habe? Oh, den Best Posing Award, Alter. Wir gehen jetzt gleich was essen. Gut, dass du den bekommen hast, weil wir standen schon vor der Halle und wollten gerade los was essen gehen und dann haben die uns noch vor der Halle gesucht und Johnny gerufen, damit er schnell auf die Bühne hoppt. Was die Tränen, Alter, wirklich. Ey, das freut mich wirklich, Alter. Ich hab ohne Spaß oben auf der Kür fast angefangen zu weinen, wirklich. An den Enden von den Posen. Ich habe die hier gemacht, zack. Dann habe ich die Pose gemacht, zack, zack. Und in diesem Ablauf habe ich halt gelächelt, aber ich war so emotional, ich habe wirklich fast angefangen zu weinen im Augenblick. Dass ich von so einem Lächeln zu einem krampfenden so Heulen so, weißt du, so übergewechselt bin, Alter. Best Posing Award. Ja, Schatz, ich habe gerade eben noch mal einen Award bekommen. Ach Schatz, ich habe kurz einen Award bekommen, ich bin gleich wieder da. Einfach so ein normales Gespräch mit Frau. Ich dir gleich, push. Best fucking Kurve Award. Geil. Today we don't count calories. I remember that... Du hast der viel bestellt, Alter, leck mich am Arsch. Percentage from Alicante. Ja klar, freue ich mich. Okay, ganz kurz. What do you think, guys? I think you was also thinking in your head what we can change when I was on the stage. All the show. Yeah. First thing, I think we have to change the last days with water and electrolytes, because your body not respond like his body, for example. Yeah. And yeah. Der war die Nacht vorm Wettkampf hatte ich Schlafprobleme. Johnny nicht, der hat durchgepennt, war aber glaube ich nur einmal auf Toilette, während ich 6-mal auf Toilette war. Ja, die Diurese lief bei mir komplett anders als bei Johnny. Da kann man auch sehen, jeder Körper ist anders. Ja, aber Adam weiß schon, was er für die nächste Show zu tun hat. Das ist das Wichtigste. Yeah, for example, you should pee all the night and you pee one time when you sleep. Tonight? Only one time, yeah. But maybe this is no good. Maybe you stress too much, something like that. When you stress too much, you hold the water under the skin and your body stop that with this diuretic time, you know what I mean? Yeah. Your body is like secure time for your body. We will see, we need to change a couple of things. But I have plan, of course, which way to go. I prep too many athletes, so I have big experience with body heart like yours. But it's no problem. Like we talked before, that show was a test to learn something new things about your body, and we will see next time. We will see on Las Vegas, brother. Yeah. How many days we have, or weeks? Three weeks. Okay. Exactly 3 weeks. You go to Vegas 5 October? 5th October, yes. 7 October I'm in LA, 9 October I'm in Vegas. So when is the show? 9. Okay. One more, I will be 8 a.m. on the airport. Also Adam cancelt extra seinen LA-Aufenthalt, damit er nach Vegas rüberkommt, um Johnny vor Ort auch zu supporten. Aber Adam ist auch vor Ort in Vegas, da der auch einen Athleten hat in Classic, den Adrian, den werdet ihr auch bald in einem Vlog kennenlernen, bei Nillian auf dem Kanal, denke ich mal, der in Las Vegas startet bei Mr. Olympia, deswegen ist Adam auch vor Ort, reist aber tatsächlich 2-3 Tage eher an, damit er sich noch um Johnny kümmern kann. Richtig, korrekt. We pick you up here later. I pick you up, I promise. Wir haben 3 Starts gehabt. True Novice, Novice und einmal Classic Physik über 1,75. Genau, Open Class. Die haben sie nochmal 2 Gruppen aufgeteilt, Open Class
UFC. Also ich war da bei waren 17 Teilnehmer übrigens. Die ganze Familie ist am Start. Ich bin super happy, dass sie am Start ist. Auch ja, Freunde, hier passiert nicht mehr viel, außer dass Johnny noch seine fette Bestellung macht. Das Gröbste haben wir jetzt gesehen, und zwar den Wettkampf, seine Kür, wie es ablief. Johnny war auf jeden Fall nicht enttäuscht. Er war happy von seiner Leistung, definitiv. Er hat auch abgeräumt, also auf der Bühne wirklich nicht abgeräumt, aber Gas gegeben, hat sich super präsentiert. Er weiß, was er jetzt anders macht. Adam weiß, was wir anders machen werden. Das Einzige, was wirklich enttäuschend war, war die Organisation mit der Farbe. Das hat ihn, denke ich mal, tatsächlich ein bisschen Form gekostet, weil vor dem Wettkampf zählt wirklich jede Stunde. Du darfst nicht vor dem Wettkampf rumlaufen, spazieren gehen, wie Paul Unterleitner das macht. Einen Tag vorher macht er das Sightseeing in Schweden. Sowas macht man nicht. Da muss man einfach relaxen, entspannen, Beine hochlegen. Und wenn du dann 3-3,5 Stunden auf den Beinen stehst vor dem Wettkampf und dann noch zu Hause, war der auch die ganze Zeit auf den Beinen, hat geduscht, noch die letzten Sachen gepackt und so weiter. Das ist einfach nicht gut. Gerade nicht gut, wenn du gleich auf die Bühne gehst. Deswegen, ich hoffe, in Vegas läuft es besser mit der Farbe und auch mit den Platzierungen. Ihr könnt ja eure Meinung in die Kommentare reinhauen. Wird Johnny dieses Jahr noch Profi? Hat er überhaupt das Zeug, um eine Pro-Card sich zu holen? Haut's bitte in die Kommentare. So, ich würde mich freuen. Und an dieser Stelle abonniert auch den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.